Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es um das Thema Arrays gehen. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen, dass wir eigentlich zu viele Informationen übergeben an die Funktion Eingabe. Und zwar übergeben wir die Information Münzschacht, das ist hier in dieser Character-Variablen, und in der zweiten Variablen, also in dieser Integer-Variablen, da übergeben wir den Münzwert, also welchen Wert diese Münze hat, die wir dort eingeworfen haben. Das ist eigentlich redundante Funktion. Wir übergeben mehr Informationen als eigentlich nötig, weil wenn wir nämlich den Münzschacht kennen, dann wissen wir auch, welche Münze dort eingeworfen wurde. Gucken wir uns das mal genauer an. Also wenn wir uns dieses Feld mal anschauen, dann haben wir hier die einzelnen Schächte aufgelistet und dann zugeordnet zu diesen Schächten letztendlich diese Münzwerte. Und wir wissen genau, wenn eine Münze im Schacht 1 liegt, dann hat diese Münze den Wert 1 Cent. Beziehungsweise wenn eine Münze im Schacht 4 liegt, dann hat diese Münze den Wert 10 Cent. Diese Information kann man reduzieren, weil wenn wir hier eine Liste haben mit den einzelnen Münzwerten und wir im Prinzip nur die Position in dieser Liste angeben, das heißt, wir geben die erste, zweite, dritte, vierte Position an, dann wissen wir automatisch oder können abspeichern, dass wir hier ein 10-Cent-Stück an dieser Position, also in diesem Schacht liegen haben. Und das macht man in C oder auch in anderen Programmiersprachen mit sogenannten Arrays. Ein Array ist ein Feld, in dem man mehrere Informationen gleichen Typs, also hier entsprechend Integer-Variablen, abspeichern kann. Wir könnten beispielsweise ein Array des Namens Schacht definieren, sagen, okay, das ist ein Integer-Wert, also Integer-Werte werden in diesem Array abgespeichert und wir haben 8 Elemente. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir haben ja 8 verschiedene Münzen zur Verfügung. Und diese 8 Integer-Werte können wir in so einem Array abspeichern und können die einzelnen Felder ansprechen, indem wir das letztendlich so machen. Den ersten Schacht, den indizieren wir mit 0, den zweiten Schacht mit 1, den dritten Schacht mit 3 und so weiter, mit 2 und so weiter, bis entsprechend hier den letzten Schacht, den achten Schacht, den indizieren wir mit 7. Wie man hier schon sieht, muss man hier ein wenig aufpassen. Der erste Schacht wird also nicht mit Schacht, eckige Klammer auf 1, eckige Klammer zu, angesprochen, sondern bei Arrays beginnt man mit 0 anzuzählen. Okay, gucken wir uns das direkt mal im Emulator mal an. Das heißt, wir gehen hier mal in so ein Programm. Diese Deklaration brauchen wir im Moment nicht, die werfe ich erstmal raus und definieren zunächst einmal ein Array. Das Array hat den Namen Schacht und hat entsprechend 8 Elemente. Und in dem Main-Programm können wir jetzt beispielsweise dort einzelne Werte reinschreiben. Wir können zum Beispiel sagen Schacht und nehmen beispielsweise mal, hoppla, nehmen beispielsweise mal das erste Element. Und das soll dann entsprechend 1 sein. Und das können wir mit den weiteren Elementen auch machen. Ich mache das mal nur für Schacht 1. Da sollen 2 Cent drin liegen. In Schacht 2. Da sollen 5 Cent liegen. Und machen wir den auch nochmal. 3. Da sollen 10 Cent drin liegen. Damit haben wir die ersten 4 Felder entsprechend auch initialisiert, haben dort Werte reingeschrieben und die können wir uns hier auch mal anschauen. Das heißt, wir geben das Ganze mal aus auf die serielle Schnittstelle, printf und dann Schacht. Gucken wir uns mal den Schacht 2 an,
Und das ist also der dritte Schacht. Da müsste ein 5 Cent drin liegen. Und das schreiben wir dann mal so auf. In Schacht 2 liegt. Und dann geben wir das den Wert entsprechend aus. Und möchten hier auch auslesen Schacht 2. Okay, kompilieren wir die ganze Sache mal. Scheint funktioniert zu haben. Ich lade das Ganze mal auf den Emulator. Und rufen das Ganze mal auf. Und er sagt ja auch, in Schacht 2 liegt 5. Ja, dann müsste ich jetzt noch Cent dahinter schreiben. Dann müsste ich hier noch so Cent dahinter schreiben. Okay, dieses Array hier in der Main-Funktion oder in irgendeiner anderen Funktion initialisieren, indem man dort die Werte reinschreibt. Man kann aber auch direkt bei der Deklaration des Schachts, des Arrays, die Werte direkt initialisieren. Und das macht man so, indem man sagt gleich und dann geschweifte Klammer auf. Upsa. Geschweifte Klammer auf. Und dann gibt man entsprechend diese 8 Werte an. 1, 2, 5, 10, 20, 20, 50 und dann 100 und 200. Okay, und dann die geschweifte Klammer zu und dann haben wir letztendlich, das muss eine geschweifte Klammer zu sein. Okay, dann können wir im Prinzip die Initialisierung hier rausschmeißen und wir sagen uns mal, lassen uns mal den fünften Schacht anzeigen, also mit dem Index Nummer 4 und das kompilieren wir mal, laden das Ganze auf den Emulator. Und führen das Ganze mal aus. Und er sagt, in Schacht 4 liegen 20 Cent.